Hallo YouTube, hier ist Tyro1992 wieder und heute ist meine Sentai-Review dran. Meine Güte, das hatten wir ja ewig hier nicht mehr. Ja, weil Sentai in den letzten Jahren nicht so gut war. Ja, hier reden wir auch über nicht so gut, denn heute reden wir über Dubatsu Sentai Suoja Suoja Morpher. Ja, das ist der Verwandler der Suoja, der aktuellen Sentai-Staffel. Danach kriegen wir ja diese Uchu Sentai, sonst was, Weltraumranger. Aber gut, den habe ich hier von einem Freund, der fand die Serie nämlich wie ich nachher im Laufe der Zeit nicht mehr gut und hat ihn mir gegeben und ich habe mir gedacht, okay, in der Sammlung und für eine Review ist der auf jeden Fall das wert. Naja, was haben wir hier? Das ist Sentai-mäßig ein Handy, was sie ja wieder öfter machen. Aber gleichzeitig ist es ja so eine Art Zauberwürfel, den wir haben hier und wir können das hier oben nämlich drehen. Und die verschiedenen Modi aus. Und jedes Mal haben wir ein anderes Bild. Hier vorne haben wir mal, das ist das Bild, wenn sie sich zum Verwandeln wollen. Sieht aber halt Adler, Löwe, Hai, Tiger, Elefant. Hier ist, um den Mecha zu rufen. Und hier ist das, um die Sword zu rufen. Und ich muss sagen, das ist halt, ich find's halt super. Ich muss selbst sagen, also ich fand an der Serie halt, ich habe sie direkt nach dem Zusatzranger abgebrochen. Ich fand halt diese Idee mit den Würfeln so scheiße. Beziehungsweise, ich fand die Idee mit den Tieren und wie die Suits aussahen gut. Ich fand aber diese Würfelthematik total beschissen. Das sieht da so scheiße aus. Auch, ich habe nicht gesehen den Morpher, um Gottes Willen, aber seht euch das mal an, das ist ein scheißeckiges Handy. Das hat jeder Mensch so in seiner Tasche. Da sind ja selbst hier der, das Shudofo und das Magifo und selbst das Kokaicha-Ding ist da, ist mehr Handy als das hier. Aber naja, gut, so viel kritisieren wir ja den Teil nicht. Schauen wir uns mal an, da kommt nämlich noch was dabei. Dabei sind liegen noch, 5 die Soja als Minifiguren. Ja, es ist nämlich so, es gibt zu dieser Serie nämlich kein Sammlungsgimmick, weil Sentai, die Serie in den Ninja lief grottenschlecht. So ist was die Toys angeht und diese Shurikens, die man kaufen konnte, waren wahre Ladenhüter. Darum hat man hier kein Sammlungsgimmick, sondern man hat hier dann so eine Figuren reingepackt. Okay, die Idee finde ich gut. Die sehen auch nicht schlecht aus. Dann hat sogar den Adler hier eingraviert. Also Details sind drin, aber Leute, ich bin ja wirklich so jemand, ich mag Qualität, ne? Und lieber eine Figur, die bemalt ist, als das hier. Weil das mag ich mir nicht mehr in die Sammlung stellen. Muss ich wirklich ehrlich sagen. Das kommt wieder, wenn ich habe aktuell keine Verpackung dafür. Weil mein Kumpel seine Verpackung nicht gefunden hat, aber ich krieg die doch. Ah, die kommt wieder in die Verpackung, weil ich finde das halt so, alle nur in einer Farbe, das kommt einfach nicht gut. Auch wenn sie wirklich detailliert sind, das muss ich ja leider wirklich sagen. Also, na, es gibt doch keine beweglichen, sonst hätten sie eine bewegliche Figur reingemacht. Aber naja, gut. Das ist so, das wird wenigste. So, erstmal machen wir das Teil mal an und dann kriegen dann hier so Lichteffekte, so als Bestätigung. So, das klappen wir auf. Und jetzt, wenn wir uns verwandeln, müssen wir das Logo in der Mitte, da kann man mal sehen, da sieht man halt den Würfel, die Tiere nochmal, den Mecha-Kopf. Und hier auf dem Display sieht man halt Telefon, den Mecha, den Würfel und das zum Verwandeln. Genau, aber das ist halt Telefon, das kann man nämlich sehen, weil da ist die Kamera vom Telefon. Na gut. Wollen wir uns jetzt verwandeln? Also mal zum Äußeren nochmal dazu. Ja, finde ich an sich okay. Man hat eigentlich das Beste draus gemacht, was man draus machen konnte. Wenn wir uns jetzt verwandeln wollen, müssen wir hier in die Mitte drücken. Und müssen halt 1 bis 6, 1 davon nehmen, kriegen das Tier und dann müssen wir halt drehen. Ganz nett ist halt, dass das Licht ändert sich auch, wenn ich das noch zeige. Und halt, dass es hier so leuchtet. Dann einzig schade ist, ich finde ihn ein bisschen leise, muss ich sagen. Was übrigens nicht geht. Und dann. Nein, weil hier ist nämlich ein Mechanismus. Der drückt das hier rein, deswegen geht das nicht.
Das war nicht das, warum ich den Bob auch am Anfang nicht so cool gefunden hätte, dass ich ihn mir selbst gekauft hätte. Weil es ist immer dieses was halt so Tarzan-mäßig, finde ich, rüberkommt. Das ist, ich finde ja, das ist alle dasselbe und mir fehlt so ein bisschen die Sprachsamples dabei. Aber dafür haben wir es beim Mecha, das finde ich ganz cool gemacht. Also, die Würfelthematik haben ja auch ganz gut. Zumindest haben sie die Würfelthematik versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Kommen wir zum letzten. Man kann auch noch Gorilla machen. Das ist aber halt eine Zusatzform für den roten. So, jetzt müssen wir natürlich die Würfel rufen. Dafür drücken, also man kann einmal nur den Würfel drücken. Und dann kommt auch keine Farbe. Machen wir das aber mit einem ausgewählt. Ups, so war das. Dementsprechend leuchtet auch hier die Farbe dann. Und hier Sounds finde ich ganz cool. Muss ich ja mal sagen. Außer seit Jahren kein Sentai-Mecher mehr. Sentai-Morpher mehr, deswegen freue ich mich trotzdem sehr über diesen Morpher. So, jetzt kommen wir zum letzten. So, jetzt rufen wir den Mecha. Dafür drücken wir jetzt den Knopf und drücken entweder 1, 2, 3 oder 4, 5, 6 oder alles 3. Wir können es auch durchmischen, aber da kommt nicht unbedingt ein anderer Sound. Ich zeige, was ich meine. Ich bin aber hier, weil jetzt wechselt die Farbe gleich so schön. Aber in Suyo King, aber wir können auch zum Beispiel hier sowas machen. Es ist dann immer der Suyo King, weil der Adler oben drauf ist. Aber ganz ehrlich gesagt, dass man auch, wenn man die Nummer so völlig durcheinander macht, er zählt die alle auf. Wir können einfach Folgendes machen. Ja, aber ist auch ganz nett. Jetzt können wir noch den. Wie heißt das für Wald?
Die Tasten hier übrigens, die haben keine Belegung, weil die Mechas erst später in der Serie kamen. Lustigerweise, es gibt kein Sammelgimmick, aber dasselbe Ding nochmal rausbringen in Rot mit einer extra Taste, damit man 7, 8, 9 und 10 noch hat. Das können sie dann. Naja gut, jetzt machen wir noch den letzten Mecha rufen. Kommt noch so ein extra Satz. Ja, und das war so ziemlich alles. Wir können noch mal. Nur so machen. Haben halt nur Tastengeräusche, aber jedes Tastengeräusch ist anders. Was sage ich von dem Morpher? An sich kein schlechter Morpher. Er hat zumindest viele Sounds mit drin. Auch wenn mir diese eckige Thematik nicht so zugesagt hat, kann ich an sich so mit der Spielbarkeit nicht viel an dem Morpher meckern. Man hat zumindest viel Spielkram, man kann an dem drehen, also Spielgimmick hat man auf jeden Fall. Halt kein Sammlergimmick, das heißt, man den kauft sich, man hat halt das, was da drin ist. Dafür hat man dann diese tollen Figuren, also ich mag sie halt wirklich nicht, ne? Muss ich wirklich sagen, also Leute, da, oder hätten sie nicht lieber eine Daiso-Karte da reinmachen können, anstatt hier so Figuren aus Plastik? Na egal. Ich hoffe, euch hat diese Sender-Review gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Terra1992, bis dann und ciao!